Hallo zusammen, ich bin Kerstin Zoch aus der Pressestelle des Landratsamtes und nehme euch heute mit und zeige euch einen Blick hinter die Kulissen unserer Krisenbewältigung. Und als allererstes sprechen wir natürlich mit unserem obersten Krisenmanager, Landrat Martin Seiler. Herr Landrat, die Verantwortung für die Bewältigung dieser Corona-Krise im Landkreis lastet auf Ihren Schultern. Was ist denn Ihre wichtigste Mission in diesen Tagen? Ja, ist das Haus am Laufen zu halten, ist gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diese Krise zu bewältigen. Da geht es um die Delegation von Aufgaben, da geht es um das Aufrechterhalten von Kommunikation, da geht es tatsächlich um das Abarbeiten von Aufträgen, die wir aus dem Führungsstab beispielsweise aus München bekommen. Da geht es um die Zusammenarbeit mit der KV, wenn es um das Errichten beispielsweise einer Abstrichstraße geht. Also die Aufgaben sind vielfältig und zum Zweiten sind wir immer noch auch Landratsamt. Also wir müssen unseren klassischen Aufgaben und Arbeiten natürlich auch noch wahrkommen und nachkommen. Und insofern habe ich gerade viele Hüte auf, aber gemeinsam schaffen wir das. Und Sie haben ja auch innerhalb der Behörde das Haus in Schichten eingeteilt und da umorganisiert. Ja, das war mir ganz wichtig, dass wir das Haus in zwei Teams aufgeteilt haben. Eigentlich in drei Teams, denn ein Großteil ist ja im Homeoffice. Die haben wir nach Hause geschickt und wir beten, von zu Hause zu arbeiten. Dann das Team A, das Team B, das sich nicht begegnen darf. Deswegen halten wir auch in den Teams Abstand, ganz, ganz wichtig. Ja, und letztendlich ist es die Ausgangssituation so, dass wir damit versuchen, das Haus möglichst lang gesund und damit arbeitsfähig zu halten. Denn wir sind im Krisenmodus, wir haben einen Katastrophenfall ausgerufen. Das heißt, wir müssen als Landratsamt möglichst lange arbeitsfähig bleiben. Sie haben ja schon ganz am Anfang, als es sich abzeichnet, dass auch in Deutschland diese Corona-Krise ankommen wird, vorausgedacht. Sie versuchen immer einen Schritt schon weiter zu sein als die tatsächliche Lage. Was ist denn jetzt das aktuelle Thema? Wo denken Sie im Moment voraus? Also das ist so meine klassische Kernaufgabe, immer einen Schritt weiter zu denken. Was könnte passieren? Was könnte auf uns zulaufen? Was könnte den Landkreis treffen? Da habe ich früh schon den Finger gehoben und eigentlich schon früher auch drängendere Maßnahmen empfohlen und eingefordert. Jetzt ist es so, wie es ist und jetzt sind wir dabei, schon über den Tag hinaus zu denken, was die Versorgung der Infrastruktur betrifft, beispielsweise Bettenkapazitäten, Notfallpläne zu erstellen. Es geht um das Thema Beschaffung von Material, von Masken, von Schutzanzügen, von Desinfektionsmitteln. Also eigentlich gedanklich schon die Krise ein Stück weit weiterzudenken und mir zu überlegen, was würde dann in dieser Situation notwendig werden. Und mit diesen Szenarien beschäftige ich mich derzeit sehr intensiv. Wir stecken ja hier in unserem Krisenstab sehr, sehr tief in der ganzen Thematik drin. Die vielen Menschen im Landkreis draußen kriegen natürlich viel weniger mit und sitzen in ihren Häusern und wissen nicht so recht, was kommt denn in den nächsten Wochen auf sie zu. Aber auch da haben wir im Landratsamt ein Servicepaket geschnürt, sage ich mal. Homepage, alles Weitere. Wie bieten Sie denn da Service für die Menschen, die zu Hause sitzen? Wie können die sich gut informieren? Ja, wir versuchen über alle Kanäle zu kommunizieren. Da ist die Website sicherlich die wichtigste Aufgabe. Aber wir drehen den Spieß auch ein Stück weit um. Wir haben über 80 Mitarbeiter, die in der Telefonie tätig sind. Und in nachfrageschwachen Zeiten wollen wir jetzt zum Beispiel die Sportvereine, die Unternehmen anrufen, die Asylhelferkreise, denen einfach zu zeigen, wir sind nach wie vor da, wir sind auch für die da und wir wollen einfach wissen, wie geht es Ihnen, gibt es Fragestellungen, gibt es Sorgen, gibt es Nöte vor Ort, die wir vielleicht ein Stück weit aufgreifen und abarbeiten können. Also wir wollen für die Menschen natürlich auch in diesem Krisenmodus da sein und so halten wir den Kontakt auf verschiedenen Kanälen. Die sozialen Medien spielen eine wichtige Rolle, auch da kommunizieren wir ganz intensiv und das gehört auch zu unserer Aufgabe als Dienstleister.